Hallihallo, Hallöchen! Die neue Woche beginnt gleich mit einer Nachtfahrt. Ach, Leute. Da haben sie mir wieder einen eingeschöpft. Aber es ist eine kurze Nachtfahrt. Ich denke mal, ab 4 wird's hell. Und dann fahren wir bloß bis Bremen. Das sind 7,5 Stunden von hier aus. Abladen, gleich wieder laden und dann gucken wir mal, wo wir uns hinstellen und Feierabend machen. Oder mal schauen, ob wir noch ein Stück zurückfahren. Aber das entscheide ich, wenn ich weiß, wie es mit der Schichtzeit hinhaut. Ich denke, heute werden 13 Stunden Schichtzeit reichen. Das ist völlig auslangend. Also meine Lieben, dann mache ich jetzt gleich Abfahrtskontrolle. Und dann geht's los. Zwick mal auf. Wunderbar, alles rollt. So, der Bolzen ist auch verriegelt, habe ich noch mal geguckt. Da krieche ich dann lieber gerne noch mal drunter und gucke noch mal, dass das auch alles ordentlich verriegelt ist. So, jetzt. Rollen. Das ist wichtig. So, meine Guten. Dann wollen wir mal auf nach Bremen. So, Freunde, sind wir doch schon fast durch Plauen wieder. Slept. Keine Staus und Behinderungen gemeldet auf der Straße, auf der Autobahn. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir fahren über Zöllenroda, Auma, gleich bis Triptes auf der Autobahn. Und da sind wir auch so schnell wie über Schleiz. Zurück zu fahren wir über Hermsdorf und müssen tanken runter zu, denke ich mal. Aber jetzt hoch zu tankt man nicht. Das schenken wir uns. Wie viele Kilometer habe ich noch? 1470, also komme ich locker hoch und wieder runter. Keinerlei Probleme. 500 hoch, 500 runter sind 1000. Also alles im grünen Bereich. Brauchen wir uns nicht einmal hetzen heute. Können wir in aller Ruhe fahren. Na, dann wollen wir doch mal gucken, was in Zöllenroda bei Nacht so los ist.
Ich befürchte ja genauso wenig wie in Elsnitz und Plauen. So, da sind wir doch gleich im Zentrum. Zum Glück ist nicht die Straße gesperrt, wo ich lang muss. Der Marktplatz ganz, ganz leer. Nicht eine Menschenseele. Das finde ich übertrieben, dass hier nachts rot ist. Sony Osmo. So, Freunde. Eigentlich wollte ich ja Lappwald runterfahren, meine halbe Stunde Pause machen, meine Dreiviertelstunde, weil ich schon 4 Stunden 10 Minuten weg habe. Aber Rasthofbürde war schon vollkommen überfüllt. Zwischen Bürde und Lappwald war jetzt ein Parkplatz komplett gesperrt. Und Rasthof Lappwald sind ja bis 4 Uhr 8 Spuren gesperrt für den Zoll. Und da standen sie schon wieder bis draußen. Und da habe ich mich entschlossen, jetzt runterzufahren, Helmstedt West. Und mal unten in Helmstedt zu gucken, wie es da aussieht. Vielleicht finde ich ja da einen kleinen Platz. Also nicht jetzt hier, sondern dann die nächste fahren wir runter. Und gucken, ob wir dort einen Platz finden zum Dreiviertelstunde Pause machen. Schon der nächste LKW. War mir doch klar. So, was ist denn hier gesperrt? B244. Naja, auf
vielleicht ist ja bis zum Gewerbegebiet offen. Nee. Ach, uns bleibt aber auch gar nichts erspart. Alter Franz. Mal gucken, vielleicht kann man ja von hinten über den Realkauf ranfahren. So, da brauchen wir ja bloß hier vorne dann links fahren. Unter der Straße durch und dann vorne links. Dann sind wir doch schon im Gewerbegebiet. So, hier vorne links und dann gucken wir, ob wir Platz finden. Hier, nee, hier noch nicht, da vorne. Hier noch nicht. Die nächste, nach der Kurve. Hier sind wir mit dem Lang-LKW mal lang gefahren, wisst ihr doch. Beim Real unten links und dann hier einmal ums Gefiert und dann da vorne wieder links. Ja, brauchen wir 3 Minuten länger, was soll's. Hier links. Und dann fahren wir hier wieder zurück. Ach, hier ist doch genug Platz. Da drehen wir dann da unten und fahren hier wieder zurück, beziehungsweise vorne beim Real rum. So, Freunde. Jetzt machen wir erstmal eine Dreiviertelstunde Pause. So, jetzt ist es wenigstens schon ein bisschen hell geworden. Guckt, hier steht ein ganz langer, langer LKW. Die müssen jetzt auch die Umleitung fahren. Anders geht's ja nicht. So, nee. Sowas aber auch. Wenn wir von oben gekommen wären, hätten wir uns hierher stellen können. Aber wir sind ja nun mal außen rum gekommen. Naja, macht ja nichts. Ist ja alles okay. So, wie geht das jetzt hier? Gar nicht. Na toll. Ach. Müssen wir wieder außen rumfahren. Ne, dann müssen wir hier drehen. Naja, macht nichts.
Geben wir dann ein bisschen mehr Gas. Hier kann man wenigstens schöne große Bögen drehen. So, wenn man das natürlich weiß, dass hier gebaut wird, dann fährt man hier gar nicht erst runter, ne? Ist ja klar. Deswegen stehen hier auch so wenig. Weil die alle hier nicht hier runterfahren. Naja, macht nichts. Wir kommen noch pünktlich. Solange jetzt kein Stau ist unterwegs, aber bis jetzt haben sie noch nichts gesagt von Stau. Hätte ich auch gleich hier drehen können, wenn ich gewusst hätte, dass man da beim Real nicht rauskommt. Naja, macht nichts. Quietschen in den Flaschen geht mir auf den Keks. Aber ich glaube, das kriege ich nicht weg. Die muss ich dann irgendwo ins Staufach verstauen. Hier geht es übrigens ins Zentrum von Helmstedt. Ist ja schon wieder gesperrt. Mann. Gibt's doch wohl nicht. Heute ist alles voller Umleitungen. Naja, was soll's. Wir liegen noch gut in der Zeit. Wir sind 7:45 da. Auch mit der Umleitung hier, die ist ja nicht allzu groß. Zum Glück. So, hier geht's doch schon wieder drauf auf der Europaallee. Das war doch nur hier vorne das Stückchen. Weil sie hier bauen irgendwas. Ach, da drüben bauen sie. So, da bleiben wir gleich hier auf der Seite. Und dann fahren wir hier von links und dann sind wir schon da. Also hier nicht die nächste. Die nächste. Wieso habe ich denn auf einmal einen Schluck auf? Da denkt wer an mich.
Hier bauen sie auch schon wieder. Uns durchgelassen. So, was ist denn jetzt hier los? Parkplatz voll oder was? Was ist denn hier? Ich hier rein und stelle mich dann, lauf dann das Stückchen vor. Mal gucken, ob wir hier reinpassen. Aber ja. So, Freunde, das ging ja rucki zucki. Können wir doch schon rüberfahren ins Werk. Haben sie uns genehmigt. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier geht. Oh, ich denke, da vorne kann ich noch. So. Erstmal hier mich angurten. An Gurten, Herr Mösel. So, jetzt. Der Stau war, weil die alle in die andere Halle wollten. Deswegen ging es gar nicht weiter. So, was ist jetzt hier? Wie ist jetzt hier die Verkehrsführung? Ach, hier rüber. Hier rüber! Und jetzt rascht's auch noch. Oh meine Güte. Die machen hier die Straße neu. Seht ihr? Die Seite haben sie schon fertig. Was wollt ihr hier auf unserer Spur? Hallo? Hier geht's nicht lang, Leute. Steht doch wohl eindeutig ein Schild da, dass es hier nicht lang geht. Alter, hier ist was los. Hier ist was los, mein lieber Mann. Fahren die einfach auf unserer Spur. Ist ja der Hit. Dabei steht hier ein großer Pfeil geradeaus oder rechts und nicht links. Ah, jetzt kommt der Stecker hier schon wieder geflogen. Mann, hier fliegt aber auch alles. Nichts hält hier. Ich hüpf noch aus der Hose. Ich habe aber auch kein Klebeband mit. Mensch. Das gibt's doch wohl nicht.
Da ist er wieder. Das ist der Hemelinger Tunnel hier. So, das ging ja rucki zucki davon in der Anmeldung. Das hat keine Viertelstunde gedauert. Mal gucken, ob es jetzt mit dem Abladen genauso schnell geht. Der hat nämlich gesagt, da war vor mir schon auch einer da. 10 Minuten vor mir, der an dieselbe Abladestelle will. Naja, schauen wir mal. Wenn ich ein bisschen warten muss, halt, dann warte ich halt ein bisschen. Das macht ja auch nichts. Kann ich auch damit leben. Davon ist es doch schon Zwerg. Davon noch über die Brücke. Und dann nach der Brücke rechts. Quatsch, rechts. Nach der Brücke links. Rechts, weiter rechts geht's in die Funkschneise. Aber wir müssen ja ins Tor 8. Also dann hier über die Brücke, nach der Brücke die zweite, glaube ich, links. Nach der Brücke können wir uns nämlich schon links einordnen. Auf der Brücke dürfen wir nur rechts fahren. Da ist links Fahrverbot für LKWs. Hier für 2 Meter begrenzt und wir sind ja 2,50. So. Wenn wir die Brücke sind, wenn wir über die Brücke sind, dann ordnen wir uns gleich links ein. Auch noch nie rot. Ist ja der Hit. So, und da vorne links und dann sind wir schon so gut wie da. Dann müssen wir unseren Passierschein vorzeigen am Werkstor und dann lassen sie uns rein. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Grün noch. Natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? So, Freunde, jetzt geht's wieder rüber auf der Hansa-Linie. Und dort suchen wir uns einen Parkplatz und da ist Feierabend. Meine Lieben, jetzt ist Schicht im Schacht. Feierabend. Heute Abend um 9:30 Uhr geht's wieder los
erstmal Richtung Schmölln und dann gucken wir, was noch geht. Meine Dispo hat sich noch nicht gemeldet. Ich habe ihr geschrieben, dass ich jetzt Feierabend mache und heute Nacht wieder rüberfahre. Also wisst ihr erstmal Bescheid. Und ja gut, also wisst ihr, heute Abend um 10 hier. Macht euch einen schönen Tag hier. Es ist ja jetzt erst kurz vor 10:30. Könnt ihr noch ein bisschen bummeln gehen. Also dann schönen Tag. Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle, wenn es soweit ist. Und ausgeschlafen hier antreten um 10, also 22 Uhr, gell?